Mei Frau ist fort, mei Frau ist fort. Ich kann's gar nicht begreife. Ich hab mich fast gefreit vor Klick. Da klingelt's und sie kam zurück. Vor lauter Ängst verlor's dein Struff. Mach ich wann's Schild, käh dir mehr auf. Ich grüß die Frauen dieser Welt, die mir einst zu Füßen gelegen. Auch wenn's mit Heirat nix wann ist, meine Mama war halt de Geige. Und mein Papa de Vier, aber den braucht ich nicht fragen. Dem ging's damals wie mir heut, der hat auch nix zu sagen. Und als ich dann vor ein paar Jahren doch geheiratet worden bin, seht selbst de Paare, sei tapfer, das kriegst du schon hin. Ich hab geflennt nicht vor Rührung, das war wirklich de Hit. Was hätte ich Frauen haben können? Nur sie wollte mich nicht. Nur mein frühere Verlobte und ich kann sie sehr gut verstehen. Wer lässt sich so eine Schnitte, dass die Lappe schon gehe? Und trotzdem ist es scheins fort, ja, mir fehlen die Worte. Es grüßt ernst lustig ein Traummann von der edelsten Sorte. Mensch, hat ja vorher ja den Albtraum, wie ihr wisst, in der Nacht, wo mich meine Tochter mit dem Sören fast zum Schwiegervater macht. Aber es ging ja noch gut aus und da danke ich Gott, dass mein Wecker vor dem Jawort mich schwach gemacht hat. Ich möchte jetzt nicht mehr dran denken, es halte meine Nerven nicht aus. Komm ich unlängst vom Büro schon leicht ängstlich nach Haus. Ich hab noch gedenkt, jetzt wird's losgehen mit mach mal dies, mach mal das. Und nach der Ruhe im Büro hast du daheim dann den Stress. Mach ich die Tür auf, geh neu und da war's schon so still. Keiner der üblich Verdächtigen, der wo sonst etwas will, ruf ich vorsichtig Täubchen, Taube. Es war niemand zu Haus und in der Kisch leiden Zettel, auf dem steht, ich zieh aus. In dem Moment, das gefiel, kannst du nirgendwo kaufen. Ich hab gedacht, I once lived, na dann tut's halt auch laufen. Ich hab quasi vor Freude am ganzen Körper gebebt. Ich hab in die Koffer gepackt, dass es sich nicht noch verhebt. Ein Kleid nach dem anderen, einmal so, einmal so. Auf einmal tut sie da stehen, fragt, was machst du dann da? Ei, du hast doch geschrieben, sag ich kleinlaut raus. In die Kisch auf dem Zettel, ich ziehe aus. Sehen Sie, das kennt ihr so, passe, du hast wohl einen Knall. Da steht, liebe Grüße und Bussi, eure Tochter Chantal. Sag, was heißt, die zieht aus? Aber zieht die hin? Es ist halt wie immer, ich erfahr sowas nie. Seht sie in eine Wohngemeinschaft? Das habe Studenten ganz gern. Sag ich, wann hin schon Schaft steht, kann's mit Studenten nix werden. Sagst, das kann sie nicht machen. Nicht nach all den Jahren. Was mir alles als Eltern für unsere Kinder getan. Ich weiß noch, wie einst ich die heilige Nacht mit Lego und Barbies auf dem Boden verbracht. Sie mit Stitzrädchen später durch die Straße gerast sind und ich wie Speedy Gonzales hin und nachgerannt bin. Mir war noch Tätschle statt Bätschle. Heute geht's nicht mehr ohne. Wir hatten Heere mit Kordel und kein Smart-Telefone. Ja, mir hab es Essen noch gegessen und nicht fotografiert.
ihr habt das Essen noch gestern nicht fotografiert und es dann in Facebook gepostet, was keine Sau interessiert. Sag ich, Kind, überleg dir es, ob sich das alles lohnt. Ich hab auch mit fast 30 noch bei den Eltern gewohnt und deshalb musst du nicht ausziehen, war so meine Worte am Lausche. Sag ich, Frau, sag doch, ach was, jetzt Kind, komm, her tausche. Sie kann ja sein, wie sie will, und da ist nichts geschönt. Meine Frau wird von mir, ihrem Traummann, verwöhnt. Yes. Ja, das kannst du nicht lernen, und ich will auch nicht prahlen. Schläsere die Wünsche von den Augen ab, kannst aber meist nicht bezahlen. Ich hab zu allem und jedem Ja und Amen gesagt. Sie kriegt hier den Himmel auf Erden gemacht, auch wenn ich mal was wollt, mich ihrem Wille gebeugt. Ich hab ein Haus ihr gebaut, Sohn und Tochter gezeugt. Ja, ich trag sie auf Händen, obwohl ich's an der Bandscheibe hab. Ich fahr sie ins Yoga und hol sie auch ab. Und gab's mal Problem, ich hielt ihr immer die Stange. Ich bin Kilo für Kilo durch dick und dünn drifter gange. Ich hab ihr alles gemacht, es geht ihr wirklich nicht schlecht. Auch wenn ich mal was hat. Ich hab ja alles gemacht und es geht ihr wirklich nicht schlecht. Entweder war's falsch oder es war ihr nicht recht. Sie sagt immer nur ne. Ja, das könnt ihr ruhig wissen. Nur bei willst du für immer, hätte sie auch nicht ja sagen müssen. Und dann hat meine Frau halt gemeint, nachdem ich eine Zeit lang geschmollt, dass ich mir ruhig die WG auch mal anschauen sollt. Denk ich, naja, wann sie halt meint. Also nicht, dass ich's bräucht. Ich hab mit dem Schlimmsten gerechnet und ich wurde nicht enttäuscht. Hab ich an der Klingel geschellt, also von der WG, macht so ein Babsack die Tür auf, hat in der Hand eine Tasse Tee, nimmt ersten Schluck und dann riecht er noch dran, hat Boxershorts, T-Shirt und ein paar Fellschlappen an. Ich glaub, der hat an meinem Blick schon gesehen, dass ich nicht viel von ihm halte. Und dann seht er, hallo, also ich bin der Malde. Frohisch, wo ist denn meine Tochter? Seht ihr, die chillt auf dem Sofa, rief der Chantal ist für dich, glaub die Zeug hier over. Und dann fräst du dich wirklich, ich mein, ich sag's ja nicht gern, was wird aus so Kerle nach dem Studium mal werden? Seht ihr, ich werde Lehrer. Gymnasium. Ja, ich ahnte es schon. Frage ich, und was für Fische? Sei der Sportreligion. Stand ja letztens in der Zeitung, man kann es hin und wieder auch hören, dass mir Männer laut Studie doch sehr wehleidig wären. Da kann ich nur lachen. Und ich sage als Mann, dass ich so einen Unsinn nicht nachvollziehen kann. Ja, nur meine Frau, ja, die liest es. Ich wär verrückt nachher lese. Da liest die das ganze Jahr keine Zeitung. Aber das tut sie lesen. Wie ich letztens mit dem Schnuppe im Sterbe. Quasi ein eigener Gatte.
Da kannst du grad alles, nur kein Mitleid erwarten. Freze, tust du was brauche? Jetzt stell dich bloß nicht so an. Eier Lenz, bei dem Tonfall sehst du schon freiwillig nah. Ich hatte schon Schweiß auf der Stirn. Ich war noch luftschwer am Schnappen. Seltsam, Männer, also wenn die mal was haben. Ja, ich sah schon einen Engel. Wie er flattert durchs Haus und nimmt mich am Arm. Sah wie mein Töchterchen aus und seht gute Besserung, mein Papi wird schnell wieder fit. Ich nehme mal das Auto, du brauchst es ja nicht. Später, da kommt's und fragt, na, was macht dann mein Kranke? Sag ich besser, wie schön, du musst der Auto mal tanken. Wie heißt es so schön? Ja, das Leben beginnt, wenn die Kinder erwachsen und am Haus draußen sind. Oder der Monat ist rum, da verzähl ich kein Bosse, wenn die Kinder sich öfters zum Essen sehen lassen. Jetzt war meine Tochter grad draus und ich hab's verkraftet zum Glück, kommt unseren Sohn, der Ernst Rüdiger, aus USA zurück. Ja, der hat eine Auszeit genommen. Jeder tut, was er kann, vor allem eine Auszeit, der war noch nie richtig an. Naja, von mir hat er es nicht. Und meine Frau, die war froh. Zum Weihnachtsfest waren sie dann halt all wieder da. Selbst die Omas und Opas haben die Zeit sich genommen. Meine Tochter ist gleich mit der ganzen WG angekommen. Und später bei der Bescherung hatten sie alle ihren Spaß. Sogar für den Vati gab's vom Christkindchen was. Wie immer Hemd, Krawatt, Socke und einen Weihnachtsbaum leihe. Und dann musst du so tun, als dass du dich wunderst wie Freie. Und dann kam noch der Malde. Sah halt aus wie geleckt, hatte Kuvert in der Hand und so geschenkst du mit Sekt. Und seht von uns all zusammen, was für sie ganz alleins, was ein Gutschein für einen Workshop, fit im Alter Teil 1. Naja, sie haben's so gewollt. Ich kann da in der Gegend drum hocken, aber ich gehe jetzt gemeinsam mit meiner Gattin zum Joggen. Ja, wir sind in so einem Lauftreff, das ist ein ganz lustiger Haufe. Die eine kommen zum Treffen und die anderen zum Laufen. Meine Frau trifft sich dann lieber zum Nordic Talking zu dritt. Das heißt, quatsche mit Steck, aber bewege dich nicht. Und ich bin letztens den Rundkurs wie ein Torpedo gelaufen. Hab mich schon so ein Keder verfolgt. Aber es war wie immer ein ganz braver. Ja, auf 10 Kilometer konnte ich Rekordzeit erzielen. Rief's Frau, sie kein Ängste, der will einfach nur spielen. Also kenn ich den gar nicht, so was macht er sonst nie. Und dann geht sie runter und kniet vor dem Hi und seht so was, hier steht dem Hund ins Gesicht. Jogger sind bäh, die fressen wir nicht. So, ich muss wieder weiter. Meine Frau hält mich auf Trab. Sie hat heute wieder Yoga und ich hol sie dort ab. Also schön, dass ich da war. Vielen Dank fürs Interesse.
So ein Traum von mich werdet ihr nie mehr vergessen. Ich bin, wie ich bin, und ich mache kein Theater. Ich bin auch ein Traummann für unsere Kinder als Vater. Ich sehe mich als Traummann im Büro, als Kollege. Bin ein Traummann als Nachbar, bin chinant und verlege. Ja, ich glaub's fast schon selber. Und hol jetzt besser meine Frau. Es grüßt Ernst Lustig, ein Traummann. Macht's gut und hello!